Ein Dorfpolizist oder, wie wir in der Stadt sagen, bewaffneter Briefträger. Also ein Dorfpolizist aus Wittiken hat in den letzten 20 Jahren das Geld von der Busse, das er verteilt hat, in die eigene Tasche hineingesteckt. Aber ganz ehrlich, wer wundert das? Als Polizist, du bist bei Wind und Wetter von außen an Bussen aufschreiben und bekommst ja nie ein Trinkgeld über. Aber noch viel skandalöser finde ich eigentlich, wer den ganzen Bussenskandal aufgedeckt hat. Es ist der tollste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ein Porsche-Fahrer. Ja, ein deutscher Porsche-Fahrer, der auf einem Behindertenparkplatz parkiert hat.